Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage und nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht, die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was sie benötigen, was sie wollen und was ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Angst machen ist nur zum Schutz der Bevölkerung. Und mit diesem sehr brisanten Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Denkgarage, wo Sie gleich durch meine vier top ausgelesensten international bekannten Meinungsbilder die ehrlichsten Wahrheiten erfahren werden, aber auch mit den unwahrsten Verschwörungstheorien gleich konfrontiert werden. Meine vier Top-Experten, die heute auch wieder da sind, was mich sehr ehrt und freut, ist der Dr. Med. Simon Feldhaus. Willkommen hier im Studio. Und natürlich unser Umweltexperte Erich Meidert. Servus. Ärztlicher Direktor aus Konstanz, der Dr. Kurt Mosetter. Und unser Professor Dr. Carsten Bartsch. Herzlich willkommen. Dass wir hier auch noch ein bisschen was an der Vorlesung kriegen, ja, ist immer schön, dass du da bist. Gut, wir werden jetzt gleich zum Thema Angst machen, zum Schutz der Bevölkerung in die kurze Überlegung reingehen. Wir studieren kurz darüber und sind nach dem Intro für Sie da. Gut, da sind wir wieder und jetzt möchte ich dieses Thema, habe ich bei Google gefragt. Google sagt immer die Wahrheit und da kommt ein sehr weiser Satz auf der ersten Seite. Ohne Angst wären wir nicht überlebensfähig. Ja. Sie schützt uns vor körperlichen und seelischen Verletzungen. Ja. Sie hilft uns, Gefahren zu erkennen und darauf zu reagieren. Ja. Angst erhöht unsere Aufmerksamkeit und unsere Reaktionsbereitschaft. Ja. Das ist unfassbar. Ja, also es ist doch klar, diese ganze Angst vor der Angst ist doch nichts anderes als Angstmacherei. Ja? Mhm. Überleg doch mal. Ja? Die Steinzeit. Die Steinzeit. Ich bin unterwegs, versuche für meine Familie ein Mammut zu erlegen. Es gibt natürlich keine Gebrauchsanweisung dafür, wie erlege ich ein Mammut. Sehe eine dunkle Höhle. Und denke, oh, in dieser dunklen Höhle könnten jetzt aber links allerlei Leckereien sein für meine Familie. Oder ein Säbelzahntiger, für den ich eine Leckerei darstelle. Mhm. Was tue ich also? Ich sage, ich habe Angst, ich gehe da jetzt besser nicht rein, verzichte auf möglichste Leckereien, bin aber auch selber keine Leckerei. Also ich glaube, das sieht man alles zu ängstlich. Ja, also die Angst ist eigentlich der Antrieb, der uns im Leben hält. Drum heißt Hab ja, mehr Angst. Darum heißt es ja Mammutaufgabe, damit du einfach immer gut aufpasst. Ja, deine Frau zu Hause, pass auf. Ja. Das ist sicher Mammutaufgabe, bis du so ein Mammut erlegst und so. Sei vorsichtig. Darum prüfe ich immer, bevor ich losfahre, meine Bremse, mein Reifendruck und dieses ganze Vertrauen und so. Ich weiß, es ist immer besser kontrolliert. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, natürlich. Ich lese jedes Mal mein Testament noch was durch, ob ich noch was berichtigen müsste, bevor ich ins Auto sitze. Ja? Ja, das muss alles geregelt sein, oder? Ich habe furchtbar Angst beim Autofahren. Ja, das aber nochmals, ohne Angst wären wir nicht überlebensfähig. Oder? Nein, deshalb Angst, bin ich heute noch ein Autofahrer. Angst weckt ja das Krokodil in uns. Weil in einem Angstmodus wird eben die archaische Teile unseres Gehirns aktiviert, die eben, und das ist das Schöne, dem Verstand entkoppelt sind. Der Verstand sitzt in dem neuen Hirn oben drüber und hinten unten sitzt das Krokodil. Und wenn ich die Angst aktiviere, dann geht eben der Überlebensmodus an. Und das müssen wir ja. Ich meine, was ist heutige Zeit mit den Bedrohungen, Affenpocken und alles? Wir stehen vor einer dauerhaften Gefährdung. Also muss die Bevölkerung sich retten. Wenn ich anfange zu denken, ist das dumm. Wenn ich als Krokodil, und das hat ja wunderbar funktioniert in den ersten Tagen der Corona-Geschichte. Weil, was ist das Wichtigste für ein Krokodil? Aufs WC gehen und Dosenravioli essen. Und das hat sich umgesetzt hier in der Schweiz. Man ist dann die ganzen Dosenravioli kaufen und die ganze Zeit des WC-Papiers. War wunderbar. Ich bin jeden Tag 10 Dosenravioli holen und 15 Packungen WC. Ich habe jetzt etwa 2 Keller voll Dosenravioli und 4 Keller voll WC-Papier. Aber das sind die Grundbedürfnisse eines Krokodils. Ja, Hakle hat ja Konkurs angegeben. Ja, das ist furchtbar, weil jetzt kaufe ich nicht mehr. Und man geht einfach so ohne Denken in diesen Raum hinein. Das hat man auch gesehen, wenn man die Leute gesehen hat, die einkaufen hier so,
Man musste nicht reden, weil das Krokodil kann nicht reden, also läuft man und so funktioniert das. Und das ist die einfachste Form. Weißt du, was und mir jetzt das gerade ist wunderbar. Die Dinosaurier sind ausgestorben, außer die Echsen. So. Und das haben wir auch noch. Dank der Angst leben jetzt wir überhaupt noch. Überlegt euch doch mal eins, stellt es euch doch mal vor, ihr seid irgendwo in Florida oder sowas zum wohlverdienten Urlaub, ihr geht schwimmen und ihr trefft dort in diesem Gewässer, in dem ihr seid, ein 5 Meter langes Krokodil. Was glaubt ihr denn, wer am Ende noch übrig ist? Eben. Das Krokodil! Ja, ja, natürlich. Und es ist rein angstgetrieben. So. Also sehen wir doch daran ganz klar, Angst ist das Einzige, was uns zum Überleben hilft. Alles andere ist Blödsinn. Ja, und man muss dann nicht so viel denken. Ja. Und Rückzug. Stille. Ja. Ja. Und das ist ja das, wo die Politiker schon immer kennen. Und das ist ja das, wo sie uns voraus haben. Sie wussten das schon immer. Herr Lauterbach hat Studien dazu gelesen, die genau das gezeigt haben. Man hat das eben umgesetzt. Und nachdem er das dann mit den Massenmedien besprochen hat, und die Medien haben sich ja dann auch, hier in der Schweiz hat man ja gesehen, die haben sich dann verpflichtet, keine staatskritischen Sendungen zu bringen. Das wurde im Ringier ja klar dargestellt. Das darf man nicht. Und das finde ich eben gut, weil sonst hätte es ja im dümmsten Falle noch irgendwelche positiven Meldungen gegeben. Ja, wieder nur Volkshetze. Und so ging es so, dass die Gesamtbevölkerung in diesem Angstmodus befindet und damit kann man sie viel besser steuern. Sonst hätten wir nachher noch mehr von diesen komischen Schwurblern gehabt, die dummerweise die Ohren zu hatten und haben nicht gelesen und gehört. Wir haben überlebt. Dank nur dieser Regel. Ja. Aber ich habe Google was anderes noch gefragt. Ich habe es nämlich mal umgedreht und Google gefragt, kann man ohne Angst leben? Und die Antwort war, ohne Angst können wir das Leben nicht richtig wahrnehmen und richtig leben, weil wir die Orientierung mit der Zeit verlieren. Ohne die Angst können wir die anderen Menschen nicht wirklich verstehen. Angst hat auch sehr viel mit Empathiefähigkeit zu tun. Also wir haben doch durch diese Schritte der Angst ein unfassbares Gefühl entwickelt von Empathie. Ja. Liebe zu anderen Mitmenschen, miteinander statt gegeneinander, gemeinsam statt einsam. Angst haben, gemeinsam ist, Angst haben. Ja, das ist und so in, schön. Und gemeinsam. Es gibt ja viel Erfahrung in der Geschichte zwischen 1933 und 1945. Dann später bei den Nürnberger Prozesse hat man einige von den Kandidaten befragt. Wie war das denn möglich? Wie ist möglich, dass ein Politiker das Volk so gut lenkt? Das ist gar nicht schwierig. Das ist ganz einfach. Nimm die Angst. Und mit der Angst ist die Führung leichter, die Politik einfacher, die Entscheidungen sicherer, die Menschen fühlen sich sicherer. Und deshalb sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit und die sind verwendet. Die Kirche hat das früher auch so gemacht. Ich meine, also uns hat sich Jahrhunderte lang bewährt, Angst zu haben, in die Hölle kommen zu müssen. Wenn du was falsch machst und gehst dann zum Priester. Boah. Und bist auch warum Junge, haben wir denn Lateinvokabeln gelernt? So, ja, bitte nur aus Angst, dass der Lehrer auf uns zeigt. Ja, also, wenn du was falsch machst, gab es den Rohrstock. Es war eine viel bessere Erziehung damals, weil du wusstest, ein Fehler und ein Schlag. Und heute mit dieser offenen Welt, wo dann das, die Kinder machen nichts. Deswegen bei uns da zu Hause führe ich meine Familie nur mit diesem Angstprinzip seit 10 Jahren. Das funktioniert wunderbar. Wir treten morgens immer an. Es werden die Gefahren des Tages sehr genau dezidiert aufgeschrieben. Dass meine Kinder vor allem wissen, das Risiko, sobald sie das Haus verlassen und so, und da wird das alles schön minutiös aufgeschrieben und sie haben dann extra eine Uhr, die in alle 5 Minuten die Risiken des Tages wiederholt. Und dadurch sind sie kommen viel schneller zurück, sie sind viel klarer im Denken, sie sind gerade wieder bei mir und so, das funktioniert wunderbar und ich muss gar nicht viel sagen und sie tun es. Das ist super optimale Erziehung. Ich habe noch sehr viel Druck aufgebaut zu Hause wegen solchen Noten. Weißt du, es gibt eine Note, die nach Hause kommt und alle anderen, da müssen sie gar nicht mehr kommen. Schau die Kirche an, die hat dir die Angst genommen, oh, sprich nur ein Wort, meine Seele wird gesund, dann hast du ein bisschen was bezahlt und dann konnten die so tolle Häuser bauen, die unfassbar schön sind, also egal wo. Und die haben dir dann die Angst genommen, dann sagst du, okay, jetzt passt's wieder, das nächste Mal zahlst halt und dann kannst du wieder was aufbauen. Das ist ein so schönes Miteinander. Ja, denen geht's gut.
Dir geht es besser, die nehmen das. Also ich spare jetzt immer noch auf einem Platz, gerade direkt neben dem lieben Gott. Ja. Und dass ich mir dann das kaufen kann und dann natürlich wirklich gerade dort Platz nehmen wollen. Das habe ich auch verdient, finde ich. Und unbedingt. Muss ich das auch sagen. Ich war am Jakobsweg und dann habe ich so 40 Kilometer, ich sünde. Und dann komme ich in diese wunderbare Kathedrale und denke mir, dafür haben wir das Geld gegeben. Und dann hat es wieder gepasst. Also Angst ist schon ist eine coole Geschichte. Hätte das Haus nicht gebaut, wäre ja eben der Teufel gekommen. Ja. Und dann wäre natürlich ein Feuersbrunst. Da wäre der Teufel los gewesen. Dann hatten wir die Pest und die Cholera. Ja. Das hat man ja gesehen. Wenn man der Kirche kein Geld gibt, dann passiert das. Heute haben wir die Affenpocken, weil immer mehr Leute aus der Kirche austreten. Ja. Und das habe ich natürlich auch klargestellt. Das geht gar nicht, wenn man sich da jetzt irgendwie versucht. Und man muss, wenn man das nicht schafft, dann muss man die große Angst fürchten, dass eben es kommen Seuchen zurück. Das wird alles passieren, wenn wir nichts. Und bei uns zu Hause auch. Note unter 5,9 gibt nichts mehr zu essen. Eben. Einfach. Jeden Morgen wird das erzählt, kommen wir mit einer Note heim, die unter 5,95 ist. Sofort, und das funktioniert wunderbar, seitdem ganz andere Geschichte. Und die Chinesen haben es uns vorgemacht. Deutsche übersetzen, Deutsch ist 1,0. Deutsch ist natürlich andersrum. Ja, genau. Aber das traut euch mehr Angst zu haben. Ja, kann man so zusammenfassen? Ja. Wir sollten vielleicht noch einen Blick auf die bewährten Länder setzen wie China. Ja. Weil ich meine, das ist ein Vielvölkerstaat. Da leben so viele Milliarden Menschen. Friedlich zusammen. Und wären nicht überlebensfähig, wenn so viele Menschen auf einem Klopf sind, ohne Angst. Das geht gar nicht, oder? Und von dem her muss man schon sagen, alles gut. Es gibt zwar noch so komische schulmedizinische Ausrichtungen, wer der Psycho, Neuro, Immunol, irgendwas, so Quacksalber, Ausrichtungen, die behaupten, dass Angst die Lebenszeit verkürzt. Da möchte ich vielleicht euch noch fragen, was hält ihr davon? Ja, das ist das sozialverträgliche Frühableben. Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil, dass die Rentensicherheit gewährt ist. Das Sozialsystem macht ja keinen Sinn, 80 zu werden. Da muss man Angst vor haben, weil wenn ich so alt bin, dann bin ich degeneriert, ich kriege alle diese komischen Alterskrankheiten. Ja, klar. Und meine Enkel haben kein Geld. Also das geht ja gar nicht. Und die AHV wurde auch nicht so gegründet. Für 80 und fertig. Und das ist. Und deswegen, Herr Lauterbach hat das ja Studien gelesen und war der Einzige, der sie verstanden hat und hat ja genau das eingeführt, weil jeder zweite Satz ist, es wird eine doppelte Welle, es wird noch schlimmer werden. Und morgens, wenn man aufsteht, hört man das Erste vor ihm, ich möchte euch sagen, es wird schlimmer werden und es wird noch mehr Schlimmes kommen. Und das habe ich übernommen, das mache ich auch jeden Morgen bei unserer Ansprache zu Hause. Es gibt morgens immer eine Familienansprache, wo man denkt dran, es wird schlimmer kommen. Ja. Und das ist so das, wenn man das den Leuten klar vermittelt. Wunderbar, das geht und sehr, sehr schön. Und auch da wieder China, die Parole des Tages, ganz klar. Ja. Und das sieht man auch in der Kindergesundheit. Hm. In der Kindergesundheit sieht man, dass es als Erziehungsprinzip offensichtlich irgendwann funktioniert hat. Mhm. Und jetzt sehen wir, was das mit den Kindern macht. Mhm. Und auch diese autoritäre Erziehung. Sind wir doch jetzt mal ehrlich. Ah, wenn man nicht mit Angst kommt, dann plötzlich wissen sie nicht mehr, sind sie jetzt Männlein oder Weiblein und weiß Gott, was alles da kommt. Unfassbare Fantasien daher, oder? Die machen einen Schmutz und eine Unruhe in der Wohnung und eine Unordnung. Also und nachher wollen sie ja noch ihren eigenen Weg gehen oder sowas. Das ist vorgegeben. Dahin, oder? Ja. Und wenn man diese Lego-Steine nicht schön in dieser einen Reihe aufbaut, dann gibt es aber so richtig Ärger. Bei uns zu Hause ist dieses freie Ausbreiten, das wüsste ich ja wohl. Also das ist klar geregelt, mit Sanktionen versetzt, wenn diese Lego-Steine nicht genau sich dort befinden. Fertig. Dann war's das. Ja, also gut, haben wir darüber geredet, dass Angstmacherei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein sehr fürsorglicher Akt der Liebe darstellt und eigentlich heute durch diese Sendung alle Fakten glasklar auf dem Tisch sind und Sie wirklich keinen Grund mehr haben, hier irgendwie Angst vor der Angst zu haben, denn die Angst ist was Gutes. Was bleibt mir jetzt noch, ist einfach Sie zu bitten, diese Sendung an die Menschen weiterzuleiten, die das leider noch ein bisschen anders sehen, nämlich die ganzen Esoteriker, Verschwörer, Schwurbler, Aluhutträger und die alternativen Medien, in der großen Hoffnung, dass wir dadurch das betreute gemeinsame Denken ein bisschen mehr fördern dürfen. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen und bitte, bevor Sie uns wieder mit E-Mails zufluten, achten Sie, was hier unten links jeweils steht. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Haben Sie Angst? Vergessen Sie nie die Angst. Angst lohnt sich. Angst lohnt sich.